Hallo Leute, willkommen zurück zu Cities Skylines Porto Cristal, dem zweiten Teil der Serie. Und es tut mir leid, dass ich ein bisschen Verspätung habe mit dem versprochenen Einwochenabstand. Ich habe das Spiel neu installiert und es hat ein bisschen gedauert, bis ich alle die Assets, die ich verwendet habe, wieder drin gehabt habe. Und auch ein paar neue, die ich gefunden habe, die mir gefallen haben. Zum Beispiel, wie ihr seht, habe ich jetzt einen funktionierenden First-Person-Camera-Mod gefunden und den werden wir gleich verwenden, um euch ein paar Eindrücke zu zeigen. Das hat im letzten Video ein bisschen gefehlt, so die Perspektiven und Sichtweisen auf die geschaffenen Dinge. Und ich finde, das schaut schon ganz nett aus. Wie man sieht, einiges an Grün auch zwischen den Gebäuden. Ich habe versucht, einen Baustil im Zentrum wie New York zu vermeiden, wo alles einfach nur noch Gebäude ist zwischen den Straßen, sondern hier geht es darum, eine Stadt zwar dicht zu bauen, mit hohen Gebäuden und kompakt, aber aus einem Grund, dass man eben Platz hat für viel Grünraum dazwischen, einfach für eine gesunde Stadtatmosphäre. Und ich denke, das ist relativ gut gelungen. In diesem Teil wird zu sehen, wie ich, was machen wir? Ich werde ein paar Teile der bisher gebauten Stadt dekorieren. Dann werden wir eine Autobahnbrücke anlegen, noch außerhalb. Bei einer Brücke, die mir nicht so gut gefallen hat. Und auch einen Durchbruch durch einen Hügel terraformen. Und dann werden wir einen Teil der Vorstadt bauen. Die wird ebenfalls recht dicht sein, also es werden zwischen 5 und 20 stöckige Gebäude sein, aber nicht ganz so hoch wie eben hier im Zentrum, wo wirklich die High-Rises stehen, also die Wolkenkratzer. Ja, ein bisschen entspannter, etwas kleiner, dafür mit mehr Grün, und ich werde mir auch viel mehr Mühe geben, die gebauten Ortsteile zu dekorieren, weil es doch leichter ist, es direkt während dem Bauen zu tun, als dann später einen riesen Stadtteil zum Dekorieren zu haben. Hier sieht man einen Fahrrad-Fußgängerweg. Ich versuche das viel anzulegen, dass viele Teile der Stadt einfach verkehrsfrei sind. Auch auf den Straßen sind Autos verboten, weil wir ein gutes öffentliches Verkehrssystem haben, mit dem die Bürger bequem dahin kommen, wo sie hinwollen. SimCity ist ja outside City Skylines da ist, kann man so mit Sims sagen. Ja, und wie gesagt, jetzt dekoriere ich da gerade einen Stadtteil, der schon gebaut worden ist. Das ist jetzt da ein Schulteil. Der Fußballplatz wird komplett getrennt vom äußeren Bereich und der Zugang zur Schule. Der ist jetzt eher für die Schüler als für sportliche Veranstaltungen. Und auch die Schule wird ein bisschen dekoriert. Was man vielleicht auch sieht, ist, dass die Props, die ich platziere, nicht genau dort landen, wo ich sie hinklicke. Während ich diese Aufnahme gemacht habe, ist ein neuer Mod rausgekommen, der heißt Prop Precision. Und der speichert einfach zusätzlich exakt ab, wo die Props stehen. Und so kann man sie sehr genau setzen. Das finde ich ziemlich geil. Und das wird man dann auch im weiteren Verlauf des Videos sehen. Also im neuen Stadtteil werden dann die Props genau da stehen, wo ich sie hinplatziere. Und auch wenn ich das Spiel lade, sind sie wieder genau da. Und das ist schon, das schaut schon ganz anders aus dann. Also kann ich nur empfehlen, diesen Mod. Kommt noch ein kleiner straßenseitiger Park, der ein bisschen von der Straße getrennt wird mit Blumensträuchern.
ist einfach so nett für den Flair, wenn man irgendwie durch die Stadt geht, vielleicht eine Pause will oder man holt sich irgendwie was zu essen oder keine Ahnung was, und dann setzt man sich da einfach in so einen kleinen Park rein und ist ein bisschen abgeschirmt vom Straßenverkehr und dem ganzen Trubel und kann da in Ruhe sein Brötchen essen oder was auch immer, seinen Döner oder McDonalds Fast Food Junk Dreck, also wir eben das seine und mir das meine, und wir waren Falafel dürren. Und hier auch dieser Platz, der war mal ein bisschen zu leer, so zentral. Wirklich Verschönerung, da ist auch eine U-Bahn, da werden wir auch einen Platz anlegen und einen Park. Einfach damit das nicht so eine leere grüne Fläche ist mitten in der Stadt. Man kann auch was, aber sollte nicht alles so sein, oder? Ich experimentiere ein bisschen rum mit diesem, wie heißt das? Surface Painter. Aber irgendwie gefällt es mir nicht so und ich kam drauf, ich könnte die Straßen ganz anders legen, also hat das Surface Painter auch was gebracht. So sieht es schon besser aus. Also zum Plätze gestalten ist das natürlich Deluxe, dieses Mod. Es wird wieder ein Großteil des Videos im Timelapse sein. Also das Video dauert 1 Stunde 15 Minuten. In dieser Zeit werden wir etwa, lass mich kurz hochrechnen, ja, so 8 Stunden Gameplay sehen, also sehr komprimiert, und ich habe nicht viel rausgeschnitten, also es ist fast alles sichtbar, was ich mache. Ich weiß nicht, ob euch das zu lang ist mit 1,5 Stunden, aber es hat einfach dieser Stadtteil, den ich gebaut habe, der ist noch nicht einmal fertig. Das ist nur ein Teil davon, der dann nachher kommt. Es hat einfach so lange gedauert, den auf ein Niveau zu bringen, wo ich sage, okay, der ist jetzt... dieser Teil ist in sich fertig, dass ich es auch herzeigen kann dann quasi. Was ich auch nicht mache, ist viele Zäune zwischen die Gebäude setzen. Das halte ich eigentlich für ein Unding. Die Leute sollen sich bewegen können und sich vernetzen können und sich nicht voreinander absperren. Also im Sinne freundliche Stadt. Hier habe ich mich entschieden, einfach ein bisschen etwas Wald reinzusetzen zwischen die Gebäude. Ist auch gut fürs Stadtklima. Parkanlagen sind teuer zu pflegen im echten Leben und bringen nicht viel Ertrag. Deswegen wird man auch immer wieder sehen, dass ich Obstbäume und Dattelbäume und Bananen und so weiter zwischen die Bäume setze. Also es gibt ja schon das Konzept essbare Stadt, essbare Gemeinde. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Das ist einfach die Idee, dass man diese Räume, diese parkähnlichen Landschaften, in denen die Leute leben, in Städten und Gemeinden, dass man die nicht einfach nur mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt, die keinen Ertrag bringen, und das muss man pflegen und kostet eine Menge Geld zum das Pflegen und ist Aufwand, wenn man genauso gut
Obstbäume, Beeren, Kräuter und so weiter pflanzen könnte, die teilweise genauso viel oder weniger Aufwand zur Pflege benötigen und aber dabei noch Ertrag abwerfen und dementsprechend einen Teil der Monokulturlandwirtschaft obsolet machen mit einer vielfältigeren Landschaft, welche eine größere Artenvielfalt tragen kann. So ein kleines Trivial dazu ist, in den meisten Gebieten Mitteleuropas sind die Städte heutzutage schon artenreicher als die Landgebiete. Ja, ganz einfach, weil diese parkähnlichen Landschaften in der Stadt existieren, in denen auch eine große Anzahl von Tieren, Insekten, Pflanzen und so weiter leben kann. Während auf dem Land einfach nur oft riesige Flächen Monokulturen sind, wo in einer Monokultur, da lebt nicht viel, da gibt in der Monokultur kann entweder ein Lebewesen überleben, das dort genau die Bedingungen vorfindet, die es zum Leben braucht, also was weiß ich, in einer Rapsplantage etwas, was Raps frisst, und das hat dann keine Grenzen, das entwickelt sich zur Plage, weil rundum ist überall Raps, das ist Paradies für dieses Wesen und das wird sich vermehren, bis man eben Grenzen aufsetzt, und das muss man in einer Monokultur eben mit Gift machen. Während der Vorteil einer Mischkultur oder Permakultur, wie man es zum Beispiel in einer stadtparkähnlichen Landschaft umsetzen kann, ist ganz einfach, dieser Schädling hat Grenzen, in dem einfach auch andere Arten da sind. Er wird nicht alles befallen können, sondern nur Teile der Population. Und es sind auch andere Wesen da, die da Nahrung finden und teilweise konkurrieren. Und so wird sich ein einzelner Schädling nie so ausbreiten können in einer Mischkultur oder Permakultur wie in einer Monokultur. Das heißt, oft wird der Einsatz von Umweltgiften obsolet oder nur teilweise besteht ein Bedarf, das einzusetzen. Weil in einer Monokultur, wenn da nicht spritzt die ganze Zeit, dann hast du verloren, dann gewinnt der Schädling. Ja, und das ist so ein bisschen auch der Gedanke, in dem ich diese Stadtparks anlege. Einfach, ich möchte diese Idee in meiner Stadt sehen. Das soll ein bisschen eine moderne Stadt sein, aber auch eine ökologische Stadt. So, soweit ich das im Spiel zeigen kann, ich mache es oft nur so als Gedankenspiel, weil einiges ja auch im Spiel nicht adaptierbar ist. In Wirklichkeit würde ich auch viel weniger Autobahnen bauen wollen, aber das, die Art und Weise, wie Schienenverkehr und Güter, vor allem der Güterverkehr über Schiene in diesem Spiel funktioniert und auch über Seeweg ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden von Colossal Orders. Deswegen ist das hier nicht so umfangreich umsetzbar. Das Straßensystem ist einfach flexibler im Spiel. Deswegen wir hier auch auf Autobahnen zugreifen. Einfach, weil mein Anspruch an Spieler auch ist, wenn ich als Spieler ist, dass ich die Spielmechanik so nutze, dass es einfach läuft. Ich möchte, dass die Stadt läuft, rund läuft und das ohne irgendwelche Mods, die den Bedarf regeln oder höhere Demands erzeugen, wie das manche YouTuber machen. Ich möchte einfach, dass die Stadt, so wie sie vorgesehen war, funktioniert. Also von den Balancing Mods her, ich habe den Realistic Population Mod, der setzt die Bevölkerungszahlen hoch, die in einem Gebäude leben und arbeiten, einfach, dass diese Zahlen etwas realistischer sind. Das ist für mich ein bisschen komisch, wenn in einem Wohnturm irgendwie nur, was weiß ich, wie viel sind da in Vanilla drin, 15 Parteien, 20, 30. Und hier habe ich eben bis zu 400 oder in dem einen Block, den ich später errichte, sind 460 Parteien in einem Gebäude. Und das kommt halt den echten Zahlen schon sehr viel näher. Man muss dann natürlich auch mehr Verkehr bewältigen können. Aber sonst habe ich hier nicht viel verändert. Kriminalitätszahlen sind gleich, Gewerbe, Industrie, Wohn,
Demand ist gleich, das wäre das deutsche Wort für Demand, fällt mir gerade ein, ein passendes Bedarf. Ja, hier sieht man schön, wie ich den Mofit-Mod einsetze. Der macht das Leben schon sehr viel leichter, das habe ich schon in der letzten Episode gesagt. Und eine kleine Rundfahrt über die neue Brücke. Schaut doch toll aus, die Neigungen passen jetzt viel besser. Und die Brücke insgesamt wirkt sehr viel kompakter und schöner. Da sind ein paar Bäume im Weg. Habe ich vergessen, den Prop- und Tree-Anarchie-Mod abzuschalten, aber das ist schnell behoben. Und bei der Einfahrt einen schönen Blick auf die Stadt. Und die Brücke. Und da sind wir wieder in der Stadt. Ein bisschen hier und da gearbeitet. Ich mag das gern. An verschiedenen Baustellen arbeiten gleichzeitig. Das ist so ein bisschen die innerstädtische Sportanlage. Das wird nicht die großen Stadien, aber so, also da könnten Regionalvereine sein, Veranstaltungen. Darum habe ich auch ein bisschen am Veranstaltungsgelände hingetan, in die freien Räume, die da geblieben sind. Und etwas, was man vielleicht so wie Stände oder keine Ahnung, wo man sich mit Würstelstand und was weiß ich, was es so einen Fußballplatz gibt und ein paar Zelte und was man halt so brauchen kann. Natürlich braucht es auch Umkleiden. Bikehaus. Wieder am U-Bahn-Platz und zur Abwechslung wollte ich mal so eine Art Markt machen, keinen besonders großen. Es wird noch einen größeren Markt geben, aber es kann auch nicht schaden. So, es gibt auch innerstädtisch so diese Märkte, die eigentlich dauerhaft sind, abseits der großen Märkte. Muss einfach irgendwie so, also sie billige Klamotten und was weiß ich, was es da alles so gibt an diesen Ständen, Obst, Gemüse, Bäcker vielleicht, ja, und Bauern von der Wurst verkauft, solche Sachen.
kommen wir schon bald an den neuen Stadtteil. Hier baue ich noch eine Kreuzung zu einem Kreisverkehr aus. Unter anderem, weil ich noch eine vierte Abzweigung reinbauen will und das wäre mir einfach zu viel für das, das, was ich laufen haben will. Und damit die sechsspurige Straße nicht alle, die geradeaus wollen, über den Kreisverkehr müssen, kommt dann noch eine Überführung rein, eine Brücke. Damit es da einfach einen direkten Weg gibt. Und der Kreisverkehr damit auch höhere Kapazität bekommt. Man sieht auch, dass sie in der nach oben verlaufenden Straße nicht die achtspurige Straße direkt auf den Kreisverkehr laufen habe lassen, sondern dass sie den in Einbahnstraßen gesplittet habe, die ein bisschen schräg in den Kreisverkehr reinlaufen, dass Fahrzeuge mit höherer Geschwindigkeit ein- und ausfahren können. Da läuft einfach, so läuft der Verkehr viel runder, wenn man das so macht, anstatt dass man direkt die mehrspurige Straße auf den Kreisverkehr setzt. Also hier sieht man es jetzt ganz gut. Und ich setze auch die Spuren mit einem Traffic Plus Mod so, wie ich das will. Also die Fahrzeuge so abbiegen, wie ich das will. Und nicht irgendwelche komischen Stunts da im Kreisverkehr vollziehen. Ich würde das gern machen, wenn man da nicht entgegenwirkt. In die Richtung, wenn wir dann auch unsere Vorstadt bauen. Das ist nur ein kleiner Streifen, aber es wird doch ein bisschen einen Unterschied geben, einen Höhenunterschied zwischen Downtown und, sagen wir mal, Rivertown. Wenn euch ein Name einfällt, könnt ihr gern sagen. Ich hab's nicht so mit den Namen. Hier wäre ja auch fast ausschließlich Rico-Gebäude verwenden, also die meisten Gebäude selber setzen. Einfach weil auch diese 4x4 Blöcke beschränken ein bisschen das, wie so eine Vorstadt aussehen kann, vor allem wenn es eine dichtere Vorstadt sein soll. Ich hoffe, irgendwann einmal wird das ein bisschen hochgesetzt, dass vielleicht auch vom Spiel aus 6x4 Gebäude wachsen können. Mal schauen, was dann alles kommt. Wahrscheinlich wird das erst kommen, wenn Colossal Order fertig ist mit dem Spiel und Paradox, was eine Weile dauern kann. Wenn man Paradox kennt, die bringen immer einige Add-ons fürs Spiel raus, die alle noch Geld kosten. Und dann dauert es so 2, 3, 4 Jahre, bis so ein Paradox-Spiel endlich fertig ist. Und dann können sich die Modder austoben. Also so in 3 Jahren werden wir vielleicht sehen, dass es growable 6x4 Buildings und so weiter gibt. Mal schauen. Aber ich bin auch ganz zufrieden mit dem Rico Mod, was man damit alles machen kann. Das ist halt ein bisschen mehr Arbeit, wenn man alles Hand macht, aber schaut dafür auch viel besser aus dann. Viel geplanter. Und da man die Randbereiche an den Flüssen der Stadt, die fallen visuell mehr auf, also tue ich mir die Mühe dann schon einfach für ein gutes Stadtbild. Natürlich kommen über die großen Straßen wieder Überführungen, damit der Verkehrsfluss nicht von Fußgänger-Zebrastreifen gestört wird. Gerade bei den U-Bahn-Stationen, wo dann wahrscheinlich viele Leute drüber wollen.
καθόταν με τα βλέφαρα χαμηλωμένα και παίζε με τις άκρες των μαλλιών. Απροετοίμαστος και μοναχούς.